Moin allerseits und willkommen zurück zu Outlast Whistleblower. Und ja, ich darf ja jetzt schön ins Krematorium rein, ne? Willst du mitkommen? Hallo, aufwachen. Warum habe ich keine Schuhe an? Achso, ja, stimmt ja, ich bin ja Insasse, genau. gar nicht mehr dran gedacht. Bin ja auch noch Insasse hier. Oh, hey. Wie geht's denn dir so? Willst wohl raus, wa? Ja, super. Akku leer. Das ist der Akku leer von dem Typ. Und da vorne sind die schönen... die Brennkammern. Was habe ich denn hier jetzt? Sag mal, ich bin hier in einen Raum reingekommen, wo nur ein umgekippter Schrank ist. Super. Was soll ich denn hier mit irgendwelchen umgekippten Dosen? Hab mir gar nichts von. Oh, was? Nee. Nicht die verbrennen. Oh, ich habe die Kammer zugemacht. Okay. Was passiert, wenn ich dich verbrenne? Habe ich davon irgendwas? Okay. Das Ding schiebt mich mal erstmal schön vollkommen durch die Gegend. Nee, was? Wie? Was willst du denn von mir? Nee, dir gehört mein Fleisch nicht. Hau ab mit deiner komischen Kreissäge da. Was ist? Nee. Was? Ja, super. Wie sehe ich denn aus? Wie ein Brathähnchen oder was? Oh. Kaputt, das Ding. Hallo? Hallo. Kaputt machen. Jetzt geh doch hier kaputt. Da geht doch. Das glaubst aber auch nur du. Warum ist die Wand überhaupt da so kaputt? Okay. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ist jetzt nicht wirklich passiert. Wo kommt der denn jetzt her? Sag mal. Du hast einen schönen Abflug gemacht. Das ist eine 10,0. Glatte 1. Perfekt. Ist da unten vielleicht noch irgendwas? Ein Exit, ja, da kann ich garantiert nicht rein. Was ist denn hier für eine Pseudokirche? Vor allem, wieso hängt hier sechsmal das Gemälde von einem und demselben Papst? Priester. Was ist das denn? Ist das so ein toller oder was? Ups. Ja, jetzt komm schon hier hoch. Och, Mensch. Dann vielleicht an der geraden Kante. An der geraden Kante, da willst du hoch. Aber hier an dieser blöden Ausgefransten da, ne? Da willst du nicht, oder was? Anfänger, ey. Richtige Kletterer können überall klettern. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier früher oder später wieder gerade von irgendwas verfolgt werde? Ich meine, wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich hier irgendwie wo durch die Gegend genatscht bin und plötzlich kam mir irgendwas entgegen. Was? Oh, hi. Okay. Mit dem Wallrider habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Höchstens vielleicht wieder mit einer vorbeifliegenden Leiche oder so, aber, ist hier noch was? Oh, das ist eine Batterie. Die Freiheit so nah und doch so fern. Warte mal, wie draußen ist Tag? Warum ist draußen Tag? Ist das hier etwa noch bevor hier Dingsbums... Wie hieß der Typ nochmal, den ich vorher gespielt habe? Ich hab's wieder vergessen. Muss wohl irgendwie gewesen sein, bevor hier der Typ hier angekommen ist, ne? Der olle Journalist. Was ist denn hier? Ist das ein Fuß oder ist das ein Lappen? Ich glaube, das ist ein Lappen. Oder eine komische Strumpfhose, kann auch sein. Boah, ist das hell. Wo ist der? Hallo? Das ist der Typ mit der Säge wieder. Hallo?
Typ mit der Säge, der schlimmer ist als ein Zahnarzt. Wo bist du? Ihr habt einen Ausgang? Ihr habt einen Ausgang? Lass mich auch ausgehen. Ich will mitkommen. Hallo, hallo, ich will mit. Hallo, Ausgang. Was? Leck mich doch am Arsch. Hi, hi. Nee, lass mich mal vorbei. Nee, lass mich vor. Hoffentlich gehe ich hier richtig lang. Wo ist der Typ? Hä? Achso, da. Ja, was blitzt denn da auf? Wo ist der? Du bist aber schnell weg. Hi. Oh. Hallo, darf ich mal stören? Was macht ihr denn da so Feines? Aha. Hi, wie geht's denn so? Aha. Nur mal so zur Info, falls die Toilette verstopft sein sollte, nimm lieber mal einen Pümpel oder so, weil das ist besser als ein Typ, das Ganze austrinken zu lassen. Du willst mir nicht zuhören, oder? Okay, dann, ich mach mal die Tür zu und lass euch da beide allein mal weiterspielen, ja? Spielt schön weiter. Ja. Obwohl, die Privatsphäre hat gestört. Hab ihn für eine Notiz bekommen. Lisa oder wer auch immer das hier findet, sei dir bewusst, dass Murkoff Monster erschafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Der Antrieb, so viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendetwas wurde aus ihnen herausgerissen und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder, sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff machte sie zu Monstern. Dr. Rosett sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen, die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter, Rolls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen. Ja, wer auch immer dieser Dr. Rosett ist und wer auch immer Dr., nicht Doktor, wer auch immer dieser Roll sein soll. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Okay, hier geht's durch und da geht's nicht durch. Tagchen, wie geht's denn so? Ah, da lang, okay. Das ist was wie... Ich verstehe dich nicht. Muss ich das Gas jetzt immer noch abstellen? Hallo? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich muss das Gas nicht mehr abstellen. Hat sich, glaube ich, erledigt. Ach, ich habe die Kamera ja angehabt. Gar nicht gesehen. Ich wechsle aber erstmal die Batterie. Okay. Sag mal, sag mir Bescheid, wenn du einen Durchbruch hast, ja? Weil dann kaufe ich eine neue Tür. Dann hast du eine zweite Runde und so. Und wenn du die auch durchkriegst, dann kriegst du noch eine dritte Tour. Das ist die Bonusrunde, weißt du? Was ist denn das hier? Ist das Knöpfe? Nee, das sind Lampen. Was sollen wir das jetzt hier sagen? Sag mal ruhig da hinten. Ich will gerade überlegen. Was soll das jetzt sagen, dass das hier die 237 irgendwie leuchtet? Ist das die Gaskammer oder was? Oh, das ist eine Batterie. Meins. Aber es ist... Kann ich die Tür aufmachen? Schade. Falls du mich hören kannst. Wir sehen uns morgen. Selbe Uhrzeit, selbe Stelle, selber Blutfleck. Falls du aber die Tür durch hast, Ja, wie gesagt, ich kaufe eine neue Tür, ne? Also...
Oh, super. Das sieht ja jetzt schon irgendwie so aus, als müsste ich hier irgendwie eine Verfolgungsjagd haben. Super. Oh. Komme ich nie hin. Super, ich komme einfach nur in das nächste rein. Er hat ja voll was gebracht gerade. Ah, er hat voll was gebracht. Gar nichts nämlich. Und ich kann nicht sehen. Leider. Verstecken. Ja, wobei, warte mal, ist das gerade so intelligent, sich hier zu verstecken? Ich meine, es sind nur zwei Betten und der Typ wird hier reinkommen. Hallo, Mr. Segenkopf, wo bist du? Oh, hi. Guck schön unter das Bett, dann komme ich raus. Ja, und ich komme mal raus. Oh, nice ass. Spiel schön weiter, ja? Papi muss mal eben woanders hin. Papi muss arbeiten gehen. Ich weiß aber nicht wo. Da? Oh, Luftschacht. Was, wie, wie hat er mich jetzt entdeckt, oder was? Wie hat der Typ mich entdeckt? Oh ja, war klar, nein! Ich bin schon wieder auf dem Klo. Wieso komme ich ständig auf eine Badezimmer raus? Habe ich hier irgendwie ein Dauerticket für Klobesuch oder was? Ist doch komisch hier. Hallo? Oh. Was ist denn für ein Bild? Okay. Das ist das erste normale Bild hier. Naja, gleich nach diesen ganzen Priesterbildern. Warum auch immer hier irgendwie die ganzen Priester ausgestellt sind. Anscheinend waren sie alle so... Was? Da war gerade ein Schatten. Wie soll der bitte hier entlang gelaufen sein? Hallo, die Tür ist hier zu. Oh, da ist eine Batterie. Was ist denn da? Ach so. Oh, das ist ein Journal. Ich sollte die Journals echt mal lesen. Selbst wenn ich jetzt hier nicht irgendwie in der Aufnahme die lese, was? Aber zumindest irgendwie so für mich selbst. Hi. Du, das ist mir scheißegal, ob du am Ende tot bist. Guck mal, was du aus mir gemacht hast. Sag mal, ich laufe in den Lumpen rum. Ich habe keine Schuhe an. Ich muss hier diesen ganzen Scheiß machen. Und was machst du? Einfach nur in der Ecke rumheulen. Super. Gratulation für diese Errungenschaft. Wo ist der Knopf? Hallo? Aber man kann es mal jemand sagen, wo der Knopf ist, beziehungsweise kannst du mal hier aufräumen. Ich finde den Knopf nicht. Und kannst du mal irgendwie, wenn du schon hier bist, hier Telefon aufhängen, weil ich will die Telefonrechnung nicht bezahlen. Achso, ich soll einfach hier raus? Warum sagt mir da keiner? Ja, das ist Waldmeisterdampf. Was? Ach nee, nicht schon wieder die Säge. Wo ist der Typ? Hallo? Kreissägenmann, bin ich hier gerade in deiner Küche reingelatscht? Was? Hä? Da ist er ja. Da. Wo geht's hier lang? Ich weiß nicht, wo ich hin. Oh, super, meine Batterie ist ja alle. Ich glaube, der Typ hat mich noch gar nicht gesehen. Wo ist das? Gasraum? Da oben geht's hoch. Okay. Der Typ hat dich gar nicht gesehen. Wie geil. Ja, was ist denn hier? Wo ist denn der Knopf? Hallo? Knopf. Da muss doch bestimmt irgendwo ein Knopf sein. Verdammt normal, der Tisch ist genauso unordentlich wie der andere. So, die halten hier auch nichts mehr von aufräumen, wa? Kaffee. Achso, Ventil. Ja, okay, kann man auch machen. Jetzt soll ich zum Funkgerät.
Im Gefängnis. Okay. Warum ist das Funkgerät im Gefängnis? Jetzt muss ich da wieder durch die Küche von dem Typen da latschen. Oh, das ist... Wieso habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie in der nächsten Folge aussehen werde wie... Ja, 5 Kilo Hack. Nee, ich will es lieber nicht wissen. Naja, ich mache an dieser Stelle erstmal Ende und ja, mache erstmal hier die Tür zu, damit der Typ hier nicht reinkommt. Zieht auch ein bisschen irgendwie. Und ja, sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Kann ich die Tür aufmachen hier? Nein, warum sollte ich sie auch aufgehen? Bye, bye.